Krebszellen können die Attacken von Immunzellen behindern. Bei der Immuntherapie wird diese Behinderung aufgehoben, sodass die Immunzellen wieder in der Lage sind, die Krebszellen zu attackieren. Die Immuntherapie wird heute bei fast allen Krebsarten eingesetzt, also zum Beispiel Darmkrebs, Lungenkrebs, Brustkrebs. Für jeden einzelnen Patienten findet vorab eine Testung statt, ob er für die Immuntherapie sensibel ist und ob der Tumor darauf ansprechen wird. Bei der Immuntherapie treten andere Nebenwirkungen als bei der Chemotherapie auf. Da wir das Immunsystem stärken, kann es auch körpereigene Zellen angreifen. Diese Wirkungen oder Nebenwirkungen können zeitverzögert auftreten, aber wir können, wenn wir sie rechtzeitig erkennen, gut gegensteuern.